Hallo Hexerfreunde, mein Name ist Nightflyer und ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Ja, und wir sind endlich auf Skellige angekommen, vor zwei Folgen, und mussten in der letzten Folge direkt einer Beerdigung beiwohnen, nämlich des Königs. Und es wird quasi ein neuer König gesucht. Und wir sollen uns als nächstes zum Leichenschmaus begeben. Zuvor sollen wir allerdings in Yennefers Gemächer nach Kleidung suchen. Zwar haben wir welche dabei, aber vielleicht gibt es ja irgendwas Neues, Interessantes, Tolles. Ich weiß es nicht genau. Da vorne gibt es eine Quest, wie es aussieht. Da ist ein Ausrufezeichen auf der Map. Und da gehen wir mal hin. Ein Skelliger. Tut mir leid, dich zu belästigen, aber ich habe keine Wahl. Okay. Der kennt mich doch gar nicht. Worum geht's? Mein Schiff ist beim letzten Sturm auf die Felsen aufgelaufen. Ich habe alles verloren. Wie soll ich dir da helfen? Ich habe nicht mal das Geld für die Heimreise. Und mit jedem Tag Verspätung bin ich näher am Bankrott. Ich hätte mir denken können, dass es um Geld geht. Willst du also einen Kredit oder Almosen? Ich werde es dir bis auf den letzten Kopper zurückzahlen. Ich schwöre. Du musst mich nur in Novigrad besuchen. Okay. 150? Tut mir leid, ich glaube deine Geschichte nicht. Gute Frage. Wir können es leider nicht noch näher hinterfragen. Aber ich bin neugierig. Von daher, komm, wir geben ihm die 150. Gut, ich helfe dir. Ich bin oft genug in Novigrad. Da komme ich mal vorbei und schaue, wie deine Geschäfte laufen. Danke. Du findest mich im Hafenviertel. Johann Bona heiße ich. Bis dann also. Okay, haben wir also unser erstes gutes Werk getan. Und, ein Hexer. Ja. Genau, ein Hexer. Ich würde sagen, wir schauen mal auf die Karte. Da sollen wir also hin. Okay, das ist jetzt nicht so weit. Bevor, was ist hier? Ah, okay, da scheint der Leichenschmaus stattzufinden. Hier können wir unsere Kleidung holen und hier haben wir auch gleich ein Lager. Das ist super. Und bevor wir das jetzt machen, möchte ich noch was anderes gucken. Dazu müssen wir ins Questlog. Wir haben nämlich eine Nebenquest. Bereits, ich glaube sogar zwei haben wir. Da haben wir es. Praktikum in fortgeschrittener Alchemie. Finde Gremes Zwergstadt. Auf seinen Reisen erfuhr Geralt auch von einem Meisteralchemisten namens Gremes. Angeblich kannte dieser Druide sich besser mit Alchemie aus als die meisten Männer mit den Konturen ihres eigenen Schwanzes. Geralt, der nichts gegen eine Auffrischung seiner Kenntnisse hatte, beschloss, den Gelehrten aufzusuchen und etwas von seinem Wissen zu absorbieren. Okay, dann haben wir, glaube ich, sogar vier Quests insgesamt, bereits für Skellige. Eine schwarze Perle. Warte mal, das steht ja mal dran, wo das ist. Wieso finde ich jetzt hier keine? Moment, weil das mehrere Orte sind. Hier, das ist auf jeden Fall die eine. Da sollen wir nach Faro gehen und nach Hammond suchen. Das war die Quest mit Lambert. Die will ich mal eben aus, weil ich einfach wissen möchte, wo genau wir da hin müssen. Ach du Scheiße. Nee, warte mal. Ach du Scheiße. Da unten hin? Alter Schwede, und das ist eine Level 11 Quest, glaube ich. Das verstehe ich aber nicht. Das ist aber komisch gemacht, muss ich sagen. Die machen wir jetzt natürlich nicht. Dann haben wir hier meisterlicher Rüstungsschmied. Das ist auch auf Skellige. Die Lebensaufgabe des Hexers besteht darin, Monster zu töten. Deshalb legen sie großen Wert auf die Waffen und die Rüstungen, die sie dabei verwenden. Körperliche Verletzungen bleiben in diesem Beruf nicht aus. Deshalb stürzen sich
Vorausdenkende Hexer wie eine Katze auf eine fette Maus, wenn sich ihnen die Gelegenheit bietet, sich bessere Arbeitsbekleidung zu besorgen. Solch eine Maus bewegt sich in Form des Zwerges Fergus von vor Geralts Nase, ein Rüstungsschmied mit sehr gutem Ruf. Der Handwerker versprach unserem Helden, eine erstklassige Rüstung anzufertigen, aber er benötigte dafür erst die richtigen Werkzeuge. Also machte sich Geralt auf die Suche danach. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das die Quest ist, die ich meine. Aber es hatte was mit... Ich meine, es hatte was mit einer Rüstung zu tun gehabt. Ich meine, dass die das ist. Wir können es auch mal auswählen. Gucken, was passiert. Wo er uns anzeigt, wo wir hin müssen. Offenbar doch da unten. Da müssen wir also hin für diese Quest. Ich denke, das liegt noch in weiter Ferne. Wir machen erstmal mit der Hauptquest jetzt weiter. Der König ist tot. Lang lebe der König. Okay, und dann würde ich sagen, gehen wir mal da hin. Was? Hier gibt es ja auch überall noch Pflanzen einzusammeln. Hier dieses Blutmoos. Lassen die sich als nächstes einfallen. So, hier haben wir Schnellreisepunkt. Okay, jetzt ist die nächste Quest. Von Björk. Oder Björk. Hör mal, Hexer. Wir haben ein Problem mit Muire Diablen. Du weißt schon. Ertrunkene. Das könntest du mit deinem Silberschwert bestimmt lösen. Könnte ich, wenn du genug Geld hast. Lass mich raten. Sie zerreißen euch die Netze, fressen euch die Fische weg und greifen gelegentlich einzelne Bootsleute oder späte Tavernengäste am Ufer an. Wenn's das nur wäre. Die Biester in der Bucht sind schlimmer als die auf dem Festland. Sie jagen von früh bis spät. Sie greifen Fischer ebenso an wie Krieger. Das Meer spuckt sie irgendwann wieder aus. Rüstung ruiniert, Eingeweide gefressen. Seltsam. Gibt es Zeugen? Meinen Lehrling Rurik. Der war auf einem Boot, das die Muire Diablen angegriffen haben. Und Toves Mann wurde getötet. Sie lebt in der Nähe, ein Stück rauf. Sonst fällt mir leider niemand ein. Wer den Biestern begegnet, legt selten wieder Heile an. Ja, reden wir mal über die Belohnung. Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Etwas zu bescheiden für meinen Geschmack. So, ja, wir legen mal ein bisschen was drauf. Meistens geht das ja mal in die Hose, ne? Wir probieren es mal hiermit. Das ist ein bisschen reichlich, Meister. Ja, dann probieren wir es mal mit 275, aber 25 mehr. Ganz schön teuer, aber das ist es wohl wert. Gut, ich zahle dir, was du haben willst. Alles klar. Ich übernehme den Auftrag. Mit Ertrunkenen hatte ich schon oft zu tun. Es ist bald vorbei. Mein Wort drauf. Okidoki. Das machen wir jetzt allerdings auch nicht. Erstmal werden wir uns zu diesem Bankett begeben, denke ich. Aber erstmal müssen wir hier hoch, wie es aussieht. Gelobt sei der Tag des Abends. Was haben wir hier? Prientraube. Halt, hier haben wir auch wieder Pflänzchen. Die sollten wir auf jeden Fall erstmal einsammeln, denn ich glaube, hier wachsen auf jeden Fall andere Pflanzen. Ranogrin. Da. Wolfsbein, ja gut, das finden wir auch an anderer Stelle. Nieswurz, Blütenblätter. Pusteblume. Hallöchen. Und Ranogrin. Schöllkraut. Das ist ein Hexer. Ein Monster.
Monsterjäger, wie? Was macht er denn hier? Er ist mit dem Jarl befreundet. Vielleicht besucht er ihn. Hey, ich stehe direkt neben dir. Könntest mich ja fragen. Okidoki. So, ist das Plötze? Nee, das ist nicht Plötze. Das ist nur ein Pferd. Wo müssen wir jetzt hin? Noch weiter hier hoch? Es ist wahr. Nee, das kann doch nicht. Warte mal, ich habe mich bestimmt verlaufen. Da ist auch ein Friseur. Aber ich glaube, wir hätten da unten hingemusst. Das ist ja doof jetzt. Was habe ich denn da gesehen? Ich bin, glaube ich... Der Jungfrau, Mutter und Muhme. Ja, ich bin der Haupt... Ah, hier, ja klar. Ich hätte die Quest umschalten müssen, habe ich vergessen. Also laufen wir noch ein bisschen fröhlich durch die Gegend. Auch andere Musik hier, glaube ich. Schöne Musik vor allem. Okay, hier sind lauter Druiden. Da ist noch ein Flenskin. Lass wir geschwind mitnehmen. Erst stolzieren sie hier rum, diese Festlandhelden. Und dann dürfen wir sie tot aus der Taverne ziehen. Lass bloß die Leute in Ruhe. Ja, ja. Weibliche Bestie bringt die Holzfäller um. Okay, da ist eine Anschlagtafel. Vielleicht wollen wir uns die angucken direkt oder? Nee, das machen wir, wenn wir hier durch sind. Mag sie unserem König würdig dienen. Einst sehen wir uns wieder. So wie wir König Bran wiedersehen werden und an seiner Tafel speisen und sein Lob singen. Okay, scheint nichts Besonderes ansonsten zu sein. Ach komm, wir gehen jetzt eben hier zu der Tafel und lesen die mal eben hier. So, fangen wir da an. Jetzt habe ich die genommen. Ich wollte die lesen eigentlich, aber es war, glaube ich, auch nicht wichtiges. Auftrag, das gestohlene Schwert. Olaf, Leiter der Wache von Kaer Trolde, gibt das folgende bekannt. Jemand hat sich in die Rüstkammer der Ankreid geschlichen und das Schwert mit dem Namen Kulio gestohlen. Der feige Storch, der dies tat, wurde gesehen. Wie er das Dorf durch das Südtor verließ und auf das alte Fort zuhielt. Wer dabei hilft, das Schwert zurückzuerlangen, soll für seine Mühen belohnt werden und wer dem Dieb hilft, soll einen Tod finden, der dieses Verrats würdig ist. Ja, nehmen wir mit. Auftrag Geist des Waldes. Krieger von Skellige, wenn unter euch einer tapfer genug ist, dem Geist des Waldes entgegenzutreten, dem grausamen Unterdrücker der Einwohner Ferlunds, so wird er eine Belohnung erhalten, die für eine Menge Met langt. Wir sind nicht reich, aber wir haben zusammengelegt und dabei ist ein hübsches Sümmchen herausgekommen. Kommt nach Ferilund und fragt nach Sven. Okay, der nächste Auftrag. Muire Dieblen, dich verlangt es nach Ruhm und Gold. Dein Schwert ist scharf und du fürchtest den Tod nicht. Dann komm zu Björk, dem Bootsbauer. Der hat Arbeit für dich. Das haben wir schon. Mit dem haben wir schon gequatscht. Es geht um Muir Dieblen in der Bucht von Kaer Trolde. Sie müssen getötet werden, denn sie haben sich stark vermehrt und sind so wild geworden, dass man ihnen jedes Mal begegnet, wenn man den Hafen verlässt. Töte die Bestien und du sollst auf den Inseln berühmt werden und deine Börse soll schwer sein von Gold. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die Sprache Muir Dieblen, ob das, ich nehme an, das ist elfisch oder so und heißt offenbar Ertrunkener. Gwind-Unterricht. Ich nehme Gwind-Schüler an. Nur Personen mit Disziplin, logischem Denkvermögen und Lernwillen. Besonders Talentierte sind hoch willkommen. Die Schüler müssen ihre eigenen Karten mitbringen. Außerdem suche ich erfahrene Spieler als Gegner und Herausforderung, damit wir unsere eigenen Fähigkeiten verbessern können. Okay, Moissek oder Moissak, der Druide. Faustkämpfe. Stark wie ein Seelöwe, schlüpfrig wie ein Aal und bereit, gegen die Besten anzutreten. Komm zum Turnier und besiege die mächtigsten Faustkämpfer der Inseln. Valgard und Kaer Trolde. Einer von Van Faro und Grimm in Arinbjorn. Zaudere nicht, Ruhm und Ehre sind nur einen Faustkampf entfernt. Okay, neue Markierung natürlich. Das Herz des Waldes. Weißt du, mein Herz kämpft gegen die Schwäche.
Fliegende Fäuste, skellige. Wofür ist das gut? Der kommt mir gefällt. Mark? Liebstöckel? Wolfsaugen oder so? Hast du was gegen Juckreis? Ich möchte wissen, welche Tide den hier angespült hat. Er ist Serikanier. Die habe ich mal in Scharen auf einer Südreise gesehen. Serikanien? Ist das eine Insel? Skiddy, siehst du. Hat er gerade gesagt, wir sind Serikanier? Was rempelst du mich an? Hier bist du sicher. Blöde Kuh. Ran vom Clan Tyrse. Unser tapferer König. Der Verlust ist groß. Kriegst du's mit mir? Alle sollen sehen, wie viel dein Entscheiden ändert. Wir opfern dir unser Haar, das Symbol unserer Tapferkeit. Da du die Tapferkeit der Inseln warst. Unsere Häupte. Oh, hier finden offenbar die ersten Faustkämpfe statt. Ruhm und Ehre reichen überall hin. Pass bloß auf, Fremder. Aber das machen wir später. Sie ist krank aus. Bringt lieber etwas mit. Abgeschlossen. Wieso ist das so? Wir müssen doch hier hinein, oder nicht? Da ist doch der Questmarker. Was lassen die sich als nächstes einbauen? Haben wir einen anderen Eingang noch? Vielleicht? Vielleicht hier? Ah ja, okay. Es war wohl ein Nebeneingang. Nun gut. Dann schauen wir uns mal um hier. Da wird ein schönes Ferkel gebraten hier. Ferkel ist es nicht mehr. Aber lecker Schwein. Da kriege ich direkt Hunger. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Die machen Mucke hier. Hier offenbar. Das muss Jens Zimmer sein. Sie hatte es immer schon geräumig. Und luxuriös. Ja. Okay, da ist, da müssen wir uns umtrecken, wie es aussieht. Schauen wir mal in die Kiste. So, elegantes Hemd von Skellige. Das ist im Grunde genommen alles das, was wir schon haben, oder? Komm, wir nehmen trotzdem alles raus, was wir nicht brauchen, kann man verkloppen. alles nehmen, so. Quest aktualisiert. Wir schauen uns natürlich noch um hier. Wo sind die tollen roten Sachen? Das ist doch schon wieder so ein Portal-Dings hier. Ihr Megaskop? Ohne geht sie wohl nirgends hin. Wie sagte Philippa Eilhardt, Megaskope und Zahnbürsten sind höchst private Dinge. Okay. Und mit dem Ding können die beamen oder so, glaube ich. Irgendwie so war das. Na gut, wissen wir Bescheid. Der letzte Wunsch, nein, das nehmen wir jetzt nicht mit, das haben wir schon 100 Mal gehabt. Ein Schwert gegen Hexen, ich glaube, das kennen wir auch schon. Wir müssen jetzt nicht jedes Buch mitschleppen. Die Chronik von Redanien. Ach, ich glaube, man erkennt das sogar mittlerweile, dass man ein Buch bereits gelesen hat. Sie, die da weiß, ja, das hatten wir schon. Die sind da nämlich ausgegraut. Porträt der älteren Völker. Schade, ich habe gedacht, wir finden jetzt ein Buch, was wir noch nicht kennen. Haben wir da noch? Das Massaker von Sintra. Okay. Da war auch noch was. Nanüchen. Fläschchen. Ist das ein Buch da? Keins, das wir mitnehmen können. Dann schauen wir mal nach nebenan. Hier steht auch unsere Kiste. Da will ich mal einen Blick reinwerfen. Jawohl, das wollte ich wissen, ob da der ganze Krempel drin ist. Ja, und wenn wir das richtig sehen, das sind genau die Klamotten, die wir schon haben eigentlich. Also können wir den... Ne, das packen wir jetzt nicht in die Kiste, aber hier die Sachen packen wir in die Kiste. Die Relikte. Wahrscheinlich werden wir die auch irgendwann mal verkloppen, weil wir Geld brauchen irgendwann. Im Moment aber nicht. Da ist noch ein... Ja gut, das behalten wir dabei, das verkaufen wir. Jetzt hat's vibriert gerade. Hier ist irgendwas Rotes. Da.
Da müssen wir einmal hier rum. Oh! Das berühmte Einhorn also. Das ausgestopfte Einhorn. Sie hat es repariert. Okay, ein, naja, ein Spielzeug. Hier haben wir noch mehr Klamotten, wie es aussieht. Wie hat sie nur die ganzen Klamotten hergebracht? Sie muss ja ein ganzes Schiff damit beladen haben. Wie üblich. Schwarz-weiß. Ja, was hast du erwartet? Und Jen hat es ja gesagt, die hat unsere Gedanken gelesen in der Folge zuvor. Da ist noch was Rotes. Lamarie. Sogar bei geschlossenem Deckel riecht sie nach Flieder und Stachelbeere. Geschmäcker ändern sich nicht. So, das Ding ist halt, ich habe ja schon vor, ich weiß nicht wie viele Folgen, gesagt, dass ich Triss eigentlich viel besser finde. Yennefer's Ta- Jetzt bin ich zwiegespalten. Ich bin jetzt gerade zwiegespalten. Weil ich auf der einen Seite natürlich gern wüsste, was da drin steht. Auf der anderen Seite widerstrebt mir das aber. Also lassen wir es da liegen. Das widerstrebt mir, ganz ehrlich. Auch wenn wir da irgendwas ganz Tolles erfahren sollten, das geht gar nicht. Da ist noch was. Ja, das nehmen wir noch mit. So ein Tagebuch ist ja eine private Sache und wir haben ja hier als Geralt schon eine gewisse Beziehung zu Yen und das geht gar nicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich finde ja Triss eigentlich viel besser. Und was mich so ein bisschen wundert, sie hat, also Yen hat unsere Gedanken gelesen, also die von Geralt, und hat da offenbar direkt irgendwelche Schweinereien gelesen, glaube ich. Also, da müssen wir uns wahrscheinlich mit arrangieren, dass Geralt tatsächlich Yennefer verliebt. Da können wir, glaube ich, nichts gegen machen. Aber ich bin dennoch gespannt, wie es da weitergeht, denn ich werde hier die Triss nicht verschmähen für Yen. Also, ich bin gespannt, ob es da noch irgendwie zu Reibereien kommt zwischen den Frauen. Ja, natürlich, also ich gehe jetzt hier. Oh, jetzt schneit's hier. Cool. Ja, ich gucke mir das ja alles hier zum ersten Mal gerade an, deswegen spiele ich halt auch entsprechend langsam. Wie es so meine Art ist. Und versuche das Ganze auch ein bisschen zu genießen. Hey, 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 hey. Das ist so geil gestaltet hier. Das ist unfassbar. Was die sich da ausgedacht haben, ist echt unfassbar. Wir lösen unsere Probleme selbst. Das ist schön für dich. So, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir jetzt hier, achso, wir müssen uns erstmal umziehen. Was hat sie gesagt? Habe ich jetzt nicht zugehört. Egal. Okay, dann ziehen wir uns mal um. Nee, springen wollte ich nicht. Wollte ins Inventar. Ziehen wir uns mal um und ziehen das an. Oh, sieht schon nicht unschick aus. Warte mal, wir probieren mal alles durch hier. Das ist das Gleiche. Nein. Ne, das ist doch cool. Die richtigen Schuhe dazu und die richtige Hose. Welche nehmen wir da? Ja, wir sehen sowieso nichts von der Hose, also gehen wir mal so los. Ich denke, die Handschuhe sollten wir ablegen. Und vielleicht auch die Schwerter, sieht ein bisschen dumm aus. Die Armbrust hat er auch noch auf dem Rücken, ne? Ja, perfekt. Also, immer würde ich das nicht tragen. Aber was tut man nicht für seine
Was ist Yennefer eigentlich für mich? Aha, aha, aha. Er hat sich gerade eine interessante Frage gestellt. Was ist Yennefer eigentlich für ihn? Und was ist Triss für ihn? Und Kera Metz. Ja, Kera Metz war ein Abenteuer. Ganz klar. Und diese ganzen Mädels da, die wir so nebenbei eingesammelt haben in den entsprechenden Etablissements. Das waren alles Spaß. Ja, als nächstes begeben wir uns dann halt zu diesem Leichenschmaus. Das machen wir aber nicht mehr in dieser Folge. In dieser Folge ist ja jetzt nicht ganz so viel passiert. Wir haben uns erstmal so ein bisschen umgeschaut, haben ein paar Quests eingesammelt, haben uns umgezogen und in der nächsten Folge werden wir dann zum Leichenschmaus gehen. Letzte Nacht war. Nein, prügeln tun wir uns jetzt nicht. Wir haben gute Klamotten an. Wo möchte Geralt lang? Warte mal. Der möchte jetzt einen komischen Haken schlagen, laut dem GPS da. Da hoch oder hier? Komische Anzeige gerade. Ne, wir müssen ja, glaube ich, jetzt tatsächlich wieder... was mach ich denn da? Entschuldigung. Wir müssen jetzt hier tatsächlich wieder hoch, wo wir vorhin runtergegangen sind. Ja, und das ist noch ein relativ weiter Weg, glaube ich. Hier sammeln wir noch die... Ne, können wir nicht. Da müssen wir drüber springen. Ich will mich jetzt nicht schmutzig machen. Und deswegen endet die Folge an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir hier zum Leichenschmaus, zur Trauerfeier des Königs, das war ja der Bran, wenn ich mich nicht irre, gehen. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.